Guten Abend, liebe Sorgen. Seid ihr noch alle da? Dann ist ja alles klar. Waren Sie heute in Sorge? Angeblich sind die Menschen in Deutschland überdurchschnittlich besorgt. Jedenfalls sehen unsere Nachbarn das so. German Angst, heißt es dort. Gott kennt unsere Sorgen und Jesus sagt es ganz deutlich. Sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Weniger Sorgen machen, dafür mehr auf Gott zu vertrauen, fest damit rechnen, dass er mir jeden Tag genau das gibt, was ich brauche. Auch wenn es vielleicht nicht immer genau das ist, was ich mir wünsche. Macht euch keine Sorgen, sagt Jesus. Sorgen kosten Kraft. Vertrauen setzt Energie frei, die wir brauchen, um das Leben zu bestehen. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und einen sorglosen Schlaf. Gott segne Sie.